5 vor 12. Die Startzeit des groß angelegten Demonstrationszuges in vielen Städten der gesamten Bundesrepublik durfte durchaus symbolisch aufgefasst werden. Die Sammlungsbewegung Aufstehen hatte zum lautstarken Protest aufgerufen. Fast alle Landeshauptstädte waren dabei. In Schwerin wurde am Bahnhof auf dem Grundhallplatz gestartet. Etwa 120 Menschen hatten sich zum Demonstrieren zusammengefunden. Naja, wir haben 100 angemeldet beim Ordnungsamt, haben aber schon damit gerechnet, dass noch immer ein paar dazukommen. Ja, es ist ein Anfang. Doch, wir sind erstmal zufrieden bei gutem Wetter und wir merken ja, dass viele interessiert sind, die am Rande auch stehen. Wir sind viele, wir sind vielfältig, wir haben die Schnauze voll. Unter diesem Motto lief der Demonstrationszug am Pfaffenteich vorbei Richtung Schweriner Marktplatz. Otto-Peter Flettner aus Woldeck bei Neubrandenburg hatte die Idee zur Demo initiiert. Verteilt wurde der Aufruf vor allem über die sozialen Netzwerke in Richtung Berlin, München, Kiel und so weiter. Auffällig, die Warnwesten, an denen die Demonstrationsteilnehmer zu erkennen waren. Unweigerlich gingen die Gedanken in Richtung Frankreich und die ausufernden Exzesse der Gelbwestenbewegung dort. Doch Gewalt soll bei der Bewegung Aufstehen überhaupt keine Rolle spielen. Nein, nein, um Gottes Willen. Deshalb heißt es ja auch nicht gelbe Westen, sondern bunte Westen. Ne? Und meine Weste hier, die ist auch nicht gelb, die ist auch bunt. Ne? Also wir wollen einfach damit auch zeigen, dass ein bisschen Distanz schon da ist. Also keine Gewalt, das ist, das erinnert uns an die friedliche Revolution 89, das ist das oberste Gebot. Keine Gewalt und auch wir sind bunt. Wir haben nicht nur eine Farbe, wir haben ganz viele Farben und das soll das auch symbolisieren. Regelmäßige Treffen der Schweriner Ortsgruppe mit einer nahezu gleichbleibenden Zahl Interessierter. Das kann die Initiative in der Landeshauptstadt bisher vorweisen. Die einzelnen Gruppen im Bundesland vernetzen sich immer mehr. Bei der Demonstration in Schwerin waren Aufsteher aus Rostock, Neubrandenburg, Stralsund und Parchim mit dabei und skandierten lautstark, wovon sie die Schnauze voll haben. Themen sind ja so viele. Also die Losungen, die wir jetzt so verlesen haben, das sind so viele Themen. Wir haben dann gesagt, dass jede Ortsgruppe, die heute hier ist, ihre Themen festlegt und das gemeinsame, das allgemeine Thema ist, gemeinsam für ein gerechtes, friedliches Land. Das Thema Frieden beschäftigt momentan ganz, ganz viele, dass wir jetzt wieder wegkommen und wieder zum Kalten Krieg. Also das ist das, was viele Leute bewegt und auch auf die Straße treibt. Aber insgesamt das Thema Gerechtigkeit, also die Themen werden uns nicht ausgehen, denke ich mal. Es sind noch keine Massen, die da mit bunten Westen auf die Straße gehen. Doch gemäß dem Sprichwort, steht der Tropfen, hüllt den Stein, werden sich die Aufsteher so schnell nicht wieder hinsetzen. Aber darauf setzen, dass weitere Menschen im Land ihrem Beispiel folgen.